Jo Leute und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge oder zweiten Runde von der US Open in Chambers Bay. Wir spielen jetzt hier die zweite Runde mit neuem Outfit und los geht's Leute. Wir hauen ihn direkt mal hier auf das Fairway. So müsste das klappen. Geht 14 Feet hoch, aber müsste trotzdem gehen. Bisschen verzogen. Komm, go. Der sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus. Oh, toller Schlag. Toller Schlag. Das müsste doch das Birdie werden, ne? Ja. Nice. Das war gut. Cutline ist plus 3. Versuchen wir mal plus 2 zu halten. Oh, bleibt links. Ja, der passt. War gut. Nehmen wir das Dreier-Hybrid. Dann müsste der ganz gut kommen. Auf jeden Fall gut getroffen. Flieg. Oh oh. Oh oh, komm, go! Ja, der war gut. Ah, geht leider mal aufs Fairway. Oder Vorgrün. In den Fairway. Ah, der war gar nicht schlecht. Hätten wir auch putten können. Aber putten bin ich echt nicht so gut. Naja, Paar. Doch nicht schlecht. Ja. Komm. Oh, 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 oh. Ah, der war ganz schlecht. Mit Backspin. Ah, der stoppt natürlich. Muss ich noch ein bisschen üben, den Shippen und Backspin. So müsste er aber passen. Ja. Ja, oder gut. Kommen wir hier schon am letzten Loch. Können wir direkt die dritte Runde spielen. 299 Yards. Ja, gut. Ich glaube, da kann man das Hybrid nehmen und mal volle Kanne draufballern. Ja. Reib? Nein. Reib. Ah. Fairway wieder. Und wir machen mal mit Vollbackspin. Ja, gut gespielt. Und den machen wir doch, oder? Oh mein Gott, wie kann der denn vorbeigehen? Ey, den müssen wir jetzt reinmachen. Cutline ist bei plus 3. Ja. Boah. Müssen wir doch geschafft haben, oder? Ja, wir sind 27. Der plus 2, gar nicht mal schlecht. Wir haben 48. Dann spielen wir direkt die dritte Runde, weil sonst geht einfach nur 4 Minuten oder sowas, oder fast 5. Was? Ist ein bisschen kurz. Die dritte Runde kommt.
So, jetzt versuchen wir natürlich Birdie zu spielen. Justin Hicks ist erster, Keegan Bradley zweiter, Adam Hadwin auch zweiter, Louis Oosthuizen. So. Kriegen wir nochmal hier ein paar 5 irgendwann. Stopp! Och man, geht er noch ins Rad. Schwerer Schlag. Aber wir probieren mal. Na, ob der auf den Grün geht. Oh ja. War jetzt nicht so ein guter. Boah. Probieren wir mal so. Wenn der geht, ne, boah, was? Das Break wurde gar nicht so angezeigt, der ist ja mal übertrieben. Naja, der war gar nicht schlecht. Juhu, der rollt noch lustig zurück. Das ist auch ein schwerer Platz. Ja, den machen wir zum Glück. Boogie haben wir, glaube ich, gespielt, jo. Aber ist halt auch ein schwerer Platz, besonders in echt. Finde ich mal ein paar 5. Fairway natürlich. Na komm, mal 3 war nehmen, oder? Na komm. Nein, bleib. Ah, der müsste aber nach rechts springen. Jo. Brauchen wir wahrscheinlich nur ein Wedge, oder? Sogar nur ein 58 Grad Wedge. Spielen wir den da mal an. Gucken wir mal. Oh, der geht natürlich nach links. Oh ne, der ist nicht gut. 30 Meter Backspin quasi. Komm. Ah, der war nicht schlecht. Ein bisschen zu kurz noch. War lieber bergauf putten nochmal anstatt bergab. Weil geht ein bisschen nach rechts. Gucken wir mal. Ja, ist klar. Oh, ich bin wieder ein Boogie. Oh, der war auch wieder knapp. Sind wir 28 der? Hm. Komm jetzt hier, hol den One. Spiel mal direkt da links an. In dem Wind auch. Boah. Bleib links. Naja. Und ich warte das beste Schlag. Gehen wir mal so. Jetzt zu kurz. Komm. Komm. Ach Mann. Ah, schwer. Boogie-Runde heute. Guckt mal eine Gans. Ne, 2 Gänse sogar. So, das Last Hole wieder. Plus 5. Läuft gut. Komm, den hauen wir jetzt mal aufs Grün hier. Was war das denn? Kriegen wir hier einen Bunker, super. Voll Backspin rein. Und dann ab dafür. Ah, der war schön. Der war gut. Das Paar sollte es werden. Jo.
Naja, 29. Ich denke mal, gewinnen werden wir nicht mehr. Fast Level 49. 26. Jim Furyk für Tim Clark, Bubba Watson. Aber der wollte auch schon wieder weg. Ja, Leute, ich sag da mal, wir sehen uns in der finalen Runde der US Open Championship in Chambers Bay. Und ich hoffe,